Donnerstag, heute unser Startschuss. Megamarsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Megamarsch Podcast von 0 auf 100. Mittlerweile sind wir schon bei der 16. Folge. Unglaublich, oder Jakob? Ja, Wahnsinn. Das geht ganz, ganz schnell. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wie beim Wandern. Wie beim Wandern. Wir sind jetzt in der 16. Folge. Was haben wir uns für heute überlegt für ein Thema? Ich habe, wie ich finde, heute ein sehr spannendes Thema auch rausgesucht, denn ich habe in der vergangenen Woche mal so ein bisschen in den Nachrichten geguckt, alles, was man so zum Thema Wandern findet. Und da bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, der darüber handelt, Wandern mit Hund. Und das ist eine ganz tolle Aktion, das ist nämlich eine große Spendenaktion. Und die wird von auch unserem heutigen Gast Christine Körner durchgeführt und die haben wir natürlich heute auch dabei. Und deswegen ein ganz herzliches Willkommen an Christine. Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, genau. Wie ich es gerade schon gesagt habe, wir werden so ein bisschen darüber auch drauf zu sprechen kommen. Wie kann man mit Hunden wandern? Worum wird es, also was fällt einem dazu alles so ein? Und vielleicht auch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie muss man sich umstellen, wenn man mit einem Hund wandert und was wird auch in der nächsten Zeit auf dich zukommen. Aber die allererste Frage wird erstmal sein, vielleicht magst du dich noch einmal kurz vorstellen, damit auch unsere Zuhörer genau wissen, wer du bist. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christine, ich bin Wahlleipzigerin seit 14 Jahren und erst seit 2,5 Jahren leidenschaftliche Wanderin. Wanderin und liebe es einfach in der Natur zu sein, am liebsten mit Hund und auch dank Hund bin ich überhaupt auf das ganze Thema Wandern aufmerksam geworden, um ehrlich zu sein. Das ist das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben jetzt, du hast gerade gesagt, wir haben einen Gast, Timo, wir haben ja tatsächlich einen zweiten Gast, der, wie wir eben gesehen haben, so ein bisschen müde war. Genau, kannst du vielleicht auch mal kurz vorstellen, wer deine Begleitung beim Wandern ist, Christine? Ja, genau. Also Adam ist seit knapp 7,5, fast 8 Jahren jetzt mein Lebensbegleiter. Ist ein Rüde, ein Mischling, amerikanische Bulldogge, Labrador mit hoher Wahrscheinlichkeit. Bringt stolze 42 Kilo auf die Waage und ist ein sehr aktiver Hund und dank ihm bin ich am Ende einfach zum Wandern gekommen. Sehr gut. Also bringt auch ein ordentliches Gewicht mit. Bedeutet, er wird wahrscheinlich eher dich beim Wandern ziehen, als du ihn, oder? Das ist ganz unterschiedlich. Aber man muss schon sagen, so 42 Kilo nach vorne, den Berg hoch, ist schon manchmal hilfreich. Der wird es ja auch nicht übel nehmen, tatsächlich, ne, glaube ich. Was jetzt genau? Wenn er dich mal ein bisschen bergauf mitziehen muss. Naja, also er fällt dann abends schon auch tot ins Bett, das da keine Frage, aber unterwegs, er liebt das einfach, er ist wie so eine kleine Bergziege und liebt das einfach, lange Strecken und in der Natur unterwegs zu sein und dann nimmt er mir das auch nicht so übel, dass er mich ab und an mal ziehen muss, aber es gibt auch Momente, wo ich ihn motivieren muss, dass wir jetzt noch ein Stückchen zu gehen haben. Ja, da hast du es ja dann manchmal so ein bisschen besser im Blick. Erzähl mal, was ihr beide vorhabt, weil das fand ich auch super interessant. Timo hat mir den Artikel geschickt und ihr habt ja ein Ziel, was ihr gemeinsam bestreiten wollt. Genau, also wir machen uns jetzt am Mittwoch auf den Weg, um 650 Kilometer in Ostdeutschland zu erlaufen. Und wir laufen das Ganze für die Tierschutzliga. Das ist eine Tierschutzstiftung in Deutschland. Und die hat mehrere Standorte und wie beim Wandern kommen dann halt viele auch verrückte Ideen. Und bei einer Wanderung in Brandenburg in der Corona-Zeit kam so die Idee, ich würde gerne was machen und würde gerne irgendwie Menschen unterstützen. Und dabei kam die Idee, okay, wir laufen vielleicht für den Tierschutz. So Charity-Läufe gibt es ja ganz viele, aber sowas mit Hund und einfach mal so verschiedene Tierheime anlaufen, das hatte ich noch nicht gehört. Und so ist ganz spontan die Idee entstanden und am Mittwoch geht's los mit erstmal 180 Kilometer Richtung Cottbus.
Das ist das erste Tierheim, was wir besuchen werden. Und dann kommen noch drei weitere Stationen und dann geht es wieder zurück nach Leipzig. Und Ziel ist es eben, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Und über die Kampagne, die wir gemacht haben, habe ich mir so ein paar unterschiedliche Dankeschöns einfallen lassen, die man dann eben auch auf der Projektseite kaufen kann. Und die ganzen Erlöse gehen dann sozusagen an die Tierschutzliga. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Sehr schöne Aktion. Ja. Du hast dann sozusagen die Aktion, die du gerade meintest, oder das sind so Milestones sozusagen, ne? Also wenn du ein gewisses Ziel erreichst, dann kommt so das nächste Ziel, ne? So in dem Sinne. Genau, also wir haben jetzt sozusagen erstmal gesagt, das erste Funding-Ziel, wie man das so schön nennt, sind 4.000 Euro. 5.000 Euro symbolisch für jeden Standort, den ich eben anlaufen werde. Ich freue mich auch total, dass wir noch nicht mal losgelaufen sind und schon bei über 3.000 Euro sind. Also es sieht ganz gut aus, dass ich tatsächlich an den vier Standorten, wo ich bin, auch sagen kann, es gibt 1.000 Euro für jeden von euch. Und wenn wir die 1.000 Euro erreicht haben, wird das zweite Funding-Ziel von 11.000 Euro freigeschaltet. 11.000 Euro deswegen, weil es eben insgesamt 11 Standorte der Tierschutzliga in Deutschland gibt. Und ich fand das ganz schön zu sagen, es gibt symbolisch 1.000 Euro für jeden Standort. Und im Idealfall kommt so viel Geld wie möglich zusammen. Und ja, am 19.07. wissen wir dann mehr, weil da ist die Aktion dann offiziell zu Ende. Okay, dann werfe ich mal kurz auch mal ein für alle Zuhörer, die das sehr interessant finden und dich vielleicht auch unterstützen wollen. Das werde ich bestimmt jetzt noch ein, zwei Mal während der Aufnahme sagen. Die können dich unterstützen auf startnext.com. Adam-läuft, ne? Ist korrekt. Genau. Okay, super. Man muss jetzt auch überlegen, so 650 Kilometer ist für einen Hund ja nicht gerade wenig. Wie habt ihr denn jetzt euch vorbereitet? Also seid ihr da schon bestimmte Abschnitte gegangen oder habt ihr auch immer so ein Tagesziel gehabt oder und vor allen Dingen auch seit wann bereitet ihr euch vor? 650 Kilometer sind auch für einen Mensch nicht wenig. Man vergisst immer, dass Hunde tatsächlich belastbarer sind als wir. Direkt vorbereitet, sage ich mal, haben wir uns jetzt im klassischen Sinne nicht. Ist vielleicht auch ein kleines bisschen naiv, aber ich vertraue da sehr stark auf mein Gespür und auch das Zeigen von Adam, wenn es zu viel ist, wo ich dann sage, okay, dann wird ein längerer Pausentag gemacht oder auch mal mehrere Tage. Wir sind beide schon so aktiv unterwegs. Wir machen mittlerweile eben seit 2,5 Jahren auch Wanderreisen, wo wir jeden Tag in 2 Wochen dann auch mal so 30 Kilometer laufen, pro Tag eben, und das auch mit einem ganz anderen Höhenprofil als das, was wir jetzt haben. Und somit gehe ich einfach davon aus, dass wir eine gute Grundfitness haben. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie Österreich oder ähnliches. Und somit bin ich sehr optimistisch, dass wir es schaffen werden. Ihr müsst dann ja auch wahnsinnig viel Verpflegung und so mitnehmen, ne? Weil ihr seid dann ja auch, du hast gesagt, 30 Kilometer seid ihr am Tag unterwegs. Genau, da wird wahrscheinlich nicht immer irgendwie ein Hotel sein, beziehungsweise wie sieht denn dein Plan aus, so dein Tagesplan und Nachtplan? Also, es ist tatsächlich so, dass wir fast alles mitnehmen. Also ich habe so ein kleines Ein-Personen-Ultraleichtzelt mit dabei, Schlafsäcke und Isomatten, weil alles halt in fast doppelter Ausführung. Und Ziel ist es tatsächlich, die ersten Touren werden jetzt ein bisschen länger werden, um einfach ein bisschen auch reinzukommen. Und Ziel ist es tatsächlich, so 30 Kilometer maximal zu machen. Und es wird aber auch Tagestouren geben, wo wir mal nur 15 Kilometer laufen werden. Und ja, wie gesagt, zwischendurch eben auch ein paar Pausentage. Da werden wir uns einfach gucken, wie wir uns so ein bisschen eingrooven. Und das Gute ist, dass es jetzt nicht eine der ersten Touren ist, sondern dass ich Adam schon sehr gut kenne und eben auch weiß, wann vielleicht auch ein Limit erreicht ist, wo ich dann auch sagen kann, okay, jetzt müssen wir einfach mal tatsächlich 1, 2 Tage Pause einlegen, oder dass ich vielleicht auch an mir selber merke, dass es jetzt vielleicht einfach mal nicht dran ist, weiterzulaufen. Und das Schöne an der Aktion ist tatsächlich, wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben uns jetzt genug Zeit genommen, um die Strecke abzulaufen. Und wenn wir eben irgendwo merken, hier ist besonders schön, dann bleiben wir da 2 Tage. Oder wenn wir merken, es geht weiter, dann geht es weiter. Also das ist ganz spontan. Und dadurch, dass wir eben keine Unterkünfte jetzt im Vorfeld gebucht haben,
sind wir da auch relativ flexibel. Ist ganz gut. Das heißt, ihr könnt euch auch auf Wetterunwidrigkeiten einstellen und da das auch so ein bisschen abhängig von machen, ne? Wenn es jetzt auch sehr warm wird oder so. Ja, super. Genau, ja. Also wenn es jetzt sehr warm wird, das ist jetzt schon der Plan. Also auch jetzt bei uns hier in Leipzig ist es aktuell sehr, sehr warm und auch so schwül. Wenn das jetzt so bleibt, heißt das auch, dass wir Mittwoch dann schon früh gegen 4 oder 5 starten, um eben einfach schon ein bisschen was an Kilometern gemacht zu haben, bevor es so warm wird und dann uns, wenn es so warm ist, einfach irgendwo ans Wasser legen und warten, bis es sich wieder ein bisschen abkühlt. Sehr gut. Hast du irgendwie oder weißt du im Hinterkopf, ob die Leute, die dich zum Beispiel supporten, auch auf deiner Strecke vielleicht dich so ein bisschen unterstützen werden? Oder hast du vielleicht jemanden aus dem Freundeskreis, der dich ein bisschen an gewissen Punkten nochmal irgendwie unterstützen wird? Also es haben mir schon wahnsinnig viele Menschen angeboten, in ihren Gärten zu schlafen oder auch bei ihnen zwischen zu übernachten. Auch Menschen, die ich gar nicht kenne. Also das war jetzt schon ein sehr tolles Feedback. Und darüber hinaus gibt es im Freundeskreis und auch in der Familie sehr viel Support, wo wenn irgendwas ist, ruf an oder wenn du mental einfach einen Motivationsschub brauchst, sag Bescheid und entweder wir telefonieren oder wir kommen vorbei und ja, also da gibt es wahnsinnig viel Support. Schon. Seid ihr denn auch irgendwie abgesichert? Also ihr habt nicht nur den Support auf der einen Seite, sondern auch irgendwie eine Sicherung auf der anderen, jetzt zum Beispiel auch durch einen Tierarzt oder so, der schnell mal helfen kann, wenn irgendwas sein sollte? Durch den Tierarzt jetzt konkret nicht, weil also Adam hatte bis jetzt in den 7,5 Jahren tatsächlich so gut wie noch gar nichts. Also er hatte mal vor längerer Zeit eine stärkere Verletzung mit dem Knie. Das ist aber so verheilt, dass alles wieder gut ist und ich auch da ganz genau vom Arzt gebrieft bin, wie ich es eben frühzeitig erkenne, wenn da Probleme auftreten. Und somit muss ich dann einfach gucken, wenn vor Ort irgendwas ist, muss ich eh zu einem ansässigen Tierarzt dann vor Ort. Und dadurch, dass wir aber ja nicht ja, in der totalen Pampa laufen, weil wir einfach Etappenziele in der Zivilisation haben, kommen wir auch immer wieder an die Zivilisation ran und somit mache ich mir da ganz wenig Gedanken, dass da irgendwie wir eine Situation haben werden, die ja einfach so schlimm ist, dass man Support in einer anderen Form noch braucht. Ich denke, dass wir dadurch, dass wir so gut wie fast jeden Tag an kleinen Ortschaften oder auch Städten vorbeilaufen, dass wir da einfach schon auf der sicheren Seite sind, was das Thema sowohl Verpflegung, auch vielleicht Medikamente oder eben einfach nochmal ein Durchchecken bei einem Arzt, kein Problem darstellt. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch viel in der Zivilisation rumlaufen wirst. Ihr macht das ja jetzt schon auch, ihr trainiert schon seit 2 Jahren. Wie ist es eigentlich mit einem Hund zu wandern? Also kommst du da gut ins Wandern oder wirst du dann oft, sage ich mal, angesprochen und man kommt so ins Quatschen ein bisschen, weil so ein Hund natürlich auch so ein bisschen so ein kleiner Magnet ist, ne, wenn man unterwegs ist. Also Adam ist auf jeden Fall der Magnet, sobald er seinen Rucksack auf hat. Wir sind jetzt die letzten paar Tage hier schon in Leipzig 2, 3 Mal rumgelaufen. Da wird man dann tatsächlich öfter angesprochen, von wegen, oh, der muss ja sein eigenes Zeug tragen und sowas. Und ja, also wir sind schon auf klassischen Wanderwegen unterwegs, aber passieren eben auch fast jeden Tag Städte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Zeit so sein wird, dass man auch mal angesprochen wird. Aber es ist ja mittlerweile nichts Untypisches mehr, mit einem Hund wandern zu gehen, weil mittlerweile Hunde ja immer mehr in den deutschen Haushalten einziehen und auch beschäftigt werden wollen und einfach auch super Begleiter in der Natur sind. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt gerade nur meine Ansicht ist, weil ich eben auch da einen anderen Fokus drauf habe. Aber ich finde es eigentlich relativ häufig, dass man Menschen mit Hund trifft. Und somit denke ich, dass es dahingehend vielleicht nicht so besonders ist. Die Besonderheit an ihm ist halt, er ist sehr groß. Und er hat halt seinen eigenen Rucksack und der ist auch noch rot und strahlt dann. Und das wird schon dafür sorgen, dass wir das ein oder andere Mal angesprochen werden. Cool. Das heißt, Adam trägt auch komplett sein eigenes Gepäck sozusagen. Das wäre schön, aber das macht er nicht. Okay. Also Adam braucht jetzt alleine für die erste Tour. Also wir werden es so machen, dass wir Futter vorschicken. Aber für die knapp 10 Tage, die wir jetzt unterwegs sind, braucht er halt schon 4 bis 5 Kilo fressen und das kann er nicht selber tragen, das werde ich tragen. Aber Adam trägt
meistens so Kleinigkeiten. Also er hat so einen mobilen Futternapf und er hat auch für kältere Phasen eben wie so eine Jacke noch zusätzlich. Solche Sachen trägt er dann. Oder je nachdem, ob wir Wasserstellen unterwegs haben oder nicht, kann es auch mal sein, dass er 1 Liter Wasser trägt, auf beiden Schultern verteilt. Also da gibt es so kleine Hundeflaschen, wo 500 Milliliter reinpassen. Und da trägt er dann auf jeder Seite eine. Aber auf der Route, die ich jetzt rausgesucht habe, denke ich, wird das nicht der Fall sein, weil da genug Wasserstellen sind. Aber wenn man jetzt mal unterwegs wäre, irgendwo, wo es kein Wasser gibt, trägt er dann halt sein Wasser. Gibt es so eine Art Markt dafür? Also ich höre jetzt zum ersten Mal, dass es so Wanderequipment, also in Anführungszeichen Wanderequipment für Hunde gibt. Das ist super, super cool irgendwie. Ein Riesenmarkt dafür. Also Echt? Adam hat auch Schuhe. Die mag er zwar nicht so, also es war sehr gewöhnungsbedürftig, ihn daran zu gewöhnen. Aber Adam hat auch Schuhe und es gibt die unterschiedlichsten Geschirre, auch wirklich für Bergsteiger-Situationen, wo man dann Hunde auch abseilen kann. Also es ist ein Riesenmarkt, weil Hunde eben einfach ja sehr schöne Begleiter auch für unterwegs sind. Und also für mich ist es das Größte, einfach mit ihm gemeinsam solche Touren in der Natur gemeinsam zu schaffen. Und auch die Verbindung verändert sich zwischen Mensch und Tier dann einfach nochmal ganz anders. Und der Markt wächst gerade stetig. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die sich jetzt damit immer mehr auseinandersetzen und auch Routen direkt dafür raussuchen, weil es gibt halt schon noch ein paar Sachen, wo man drauf achten muss. Aber das ist auf jeden Fall gerade im Kommen sehr stark. Das ist auf jeden Fall auch, also hätte ich selbst persönlich gar nicht erwartet, dass das jetzt so groß im Kommen ist. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, was wir sagen können, ist, dass wir auf jeden Fall immer sehr viele Anfragen bekommen, auch zum Thema Wandern mit Hund und ob das bei uns an den Veranstaltungen, also wir lassen es ja auch zu, da ist also jeder auf sich gestellt und jeder muss die Verantwortung für seinen eigenen Hund übernehmen. Wir können da nicht noch die Verantwortung für den Hund selber übernehmen oder auch nicht die Verpflegung stellen. Das muss halt jeder Besitzer selber machen. Aber auch da immer wieder und auch mittlerweile immer mehr Anfragen, ob das in Ordnung ist, dass die Hunde mitgenommen werden können. Und ist auch immer schön zu sehen, besonders wenn dann unsere Teilnehmer im Ziel ankommen und dann da die Freude umso größer ist und dann der Hund auch dann durchs Ziel läuft. Ist immer schön zu sehen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dann der Hund besser durchs Ziel läuft als der Mensch. Ja, es ist auch Das kommt tatsächlich auf in jeden Fall weiten auch vor. Teilen so. Ja, es ist tatsächlich so. Die Hunde sind einfach viel belastbarer als wir. Und die stehen dann halt auch ganz schnell nach 2 Stunden wieder auf und sagen, es geht, kann weitergehen. Ja, Aber das dieser auf jeden Markt, Fall, der das ist die. bei meinem Hund genauso. Ja. Aber dieser Markt ist auf jeden Fall da. Also ich selber nehme das sowohl bei mir als auch in meinem Freundeskreis wahr, dass auch immer mehr Menschen diesen Drang haben, mit ihren Hunden gemeinsam solche Sachen draußen in der Natur zu machen. Und deswegen auch so bei Veranstaltungen, die ihr macht, ist für mich total logisch, dass da auch immer mehr Menschen sagen, ich möchte das gerne auch nicht nur mit Freunden machen oder Familie, sondern eben auch mit meinem Hund. Ja, stimmt. Wie Timo eben schon gesagt hat, wir kriegen so zwischendurch eben Anfragen auch für den Hund. Also jetzt natürlich jetzt, wo du es sagst, es werden immer mehr. Mir ist aber gerade noch währenddessen eine Geschichte eingefallen. Und zwar stelle ich jetzt erstmal eine Frage und die basiert dann sozusagen auf der Erfahrung, die ich jetzt gleich mal sage. Was war das skurrilste oder was war der skurrilste Begleiter, den du eh schon mal gesehen hast bei einem Wanderer oder bei jemandem, der unterwegs war? Also skurrile Situationen kann ich jetzt mich einfach nur manche, was aber nicht unbedingt zwingend skurril ist, was mich einfach total beeindruckt hat, ist, wenn ein Mensch mit 4 oder 5 Hunden tatsächlich läuft, das empfinde ich als, wow, okay, da habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Und skurril finde ich es manchmal, das ist auch, soll auch nicht abwertend gemeint werden, aber es gibt ja auch wirklich total kleine Hunde. Und das finde ich manchmal wirklich krass, wenn so kleine Hunde das dann auch noch meistern können, so Riesendistanzen zu laufen. Das wird bald so für mich so die skurrilsten. Aber andere Tiere, also ja, ich bin sehr gespannt, was du es gleich erzählst, ob jetzt du eine Katze oder ein Vogel oder sowas mit dabei hattest. Aber das sind so Situationen, die mich bisher so am meisten beeindruckt hatten als Reisebegleiter. Okay, also
Es gab tatsächlich, an dem, also jetzt, wo du es gesagt hast, einen Vogel gab es tatsächlich mal. Da ist jemand gewandert und hatte halt sein, es waren 50er, ich bin mir gerade unsicher, welcher genau, das war schon 2 Jahre her. Und der hatte einen Vogel auf der Schulter, aber wir hatten mal eine E-Mail-Anfrage, ob es möglich wäre, ob die Person seinen Esel mit auf die Wanderung nehmen könnte. Cool. Ja. Ja, es war interessant, aber wir hatten zu viel Angst, dass er anfängt, die Teilnehmer mitzunehmen und die dann schummeln, ne? Das ist ja, das geht ja bei Adam nicht so gut. Das ist ja da auch der Vorteil. Ja, das stimmt. Wer von euch beiden ist übrigens der, der vorweg geht? Also der so ein bisschen den anderen zieht oder wechselt das bei euch? Das wechselt total. Also am Anfang ist Adam immer vorwärts, vorwärts, vorwärts und komm, es kann nicht schnell genug gehen. Aber er überschätzt sich dann halt manchmal so ein bisschen. Deswegen ist es ganz gut, dass er in der meisten Zeit ist er bei mir im Hüftgurt. Also ich habe so einen Hüftgurt, wo er sozusagen eingespannt wird. Und je nachdem, wo wir gerade sind, hat er dann unterschiedliche Leinenlängen und kann sich dann relativ frei bewegen. Und am Anfang wird er dann erstmal schön kurz genommen, dass der realisiert, ich kann jetzt hier nicht durchbrechen. Und aber wie wir es halt schon vorhin so kurz hatten, am Berg kriegt er dann auch mal das Signal, dass er jetzt vorangehen soll und dann zieht er auch gut. Cool, sehr schön. Also ihr habt auch so genaue Signale, worauf ihr achtet und auch worauf du achten musst, damit du weißt, okay, so können wir es jetzt machen und so läuft es am besten. Ja, also das ist auch super wichtig. Also ich empfinde das als super wichtig, gerade wenn es ins Bergige oder etwas Gelände kommt, was halt einfach nicht so gut zu begehen ist, ist das schon wichtig, dass ich mich in dem Moment auch auf ihn verlassen kann und er sich auch auf mich verlassen kann, wo einfach Signale, also sowohl voran als auch Stopp, bleib, die müssen da einfach funktionieren, weil es ja sonst auch eine Gefahr für uns beide ist. Ja. Hast du denn vielleicht Tipps, worauf, was du jetzt auch anhand der Erfahrungen der letzten Jahre gemacht hast für unsere Teilnehmer, die sich jetzt vielleicht überlegen, ob sie mal mit ihrem Hund mitgehen möchten oder nicht? Gibt es da vielleicht so ein paar Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir besonders geholfen haben? Also für mich die wertvollste Erfahrung war tatsächlich, ich habe mit Adam vor 2,5 Jahren einen Hundeurlaub gemacht, also Wanderhundeurlaub. Und der Reiseleiter hat damals zu mir gesagt, nicht nachdenken, einfach machen. Und das ist tatsächlich auch was, was bis heute noch für mich ganz präsent ist. In den meisten Fällen machen wir und gucken dann in der Situation, was für uns beide gerade gut ist und was nicht gut ist. Und da auch einfach auf sich selbst zu hören. Wenn man sich selber unsicher ist, dann lieber den Hund einfach an die Leine nehmen, zurücknehmen oder ähnliches und nicht in der Form was riskieren. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Und aber auch nicht alles schon im Vorfeld zerdenken. Weil in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass die Hunde das super gut mitmachen und auch rechtzeitig signalisieren, wenn irgendwas nicht mehr geht oder irgendwas ist, das bekommt man einfach mit. Also so ein bisschen so ähnlich wie bei einer Vorbereitung für Megamarsch, dass man halt vorher einfach ganz viel testet, um auch jetzt in dem Fall mit dem Hund auch zum Beispiel das Equipment von dem Hund auch zu testen und zu gucken, kommt der damit klar, ne, im Zusammenhang, wie du das eben mit den Schuhen gesagt hast, dass man da erstmal gewisse Sachen vielleicht beibringen muss und man selber auch viel lernen muss, mit dem Hund dann eben zusammen zu wandern. Genau, und es wird immer, also bei mir war es so, es hat sich immer mehr optimiert. Also am Anfang sind wir auch nur los und hatten in Anführungszeichen ganz normales Geschirr, weil Geschirr ist schon super wichtig. Also mit Halsband würde ich jetzt nicht loslaufen, weil im Geschirr kann er eben auch mal im Zug gehen. Und wenn ich bestimmte Strecken laufe, gibt es halt mittlerweile auch Zuggeschirre, wo einfach der Zugpunkt woanders liegt und das einfach viel rückenschonender ist. Und dann nehme ich halt so eins. Und das sind aber so Sachen, die lernt man aus dem Doing heraus. Und merkt dann eben auch so, okay, was braucht er und was brauche ich? Und das kann man auch ganz einfach immer im Alltag testen. Und Adam hat dann halt relativ schnell mittlerweile fast einen größeren Kleiderschrank als ich. Nein, so schlimm ist es nicht, aber er hat schon ordentliches Equipment und wenn einem das eben dann Spaß macht, das ist genauso wie bei jedem Wanderer, dann kommt es eben darauf an, dass es gute Schuhe sind und dass der Rucksack richtig sitzt und das hat sich bei uns jetzt auch so ein bisschen entwickelt. Und dann muss halt nur noch auch der Tag gut sein, ne? Man muss sich gut fühlen. Das trifft, glaube ich, auf den Hund genauso zu, dass er mal gute und mal schlechte Tage hat. stimmt.
Aber das Gute ist, dass man in dem Moment ja zu zweit ist und sich vielleicht auch gegenseitig noch ein bisschen pushen kann. Ja, stimmt. Ja. Weil viele Tage fangen ja auch doof an und man denkt so, oh, und dann am Ende sind es manchmal super tolle Erfahrungen. Also ich denke jetzt gerade so an Nachtaufstiege, jedes Mal, wenn ich da aufstehen muss und in den Dunkeln laufen, das ist für mich das Schlimmste. Aber der Moment, oben auf einem Berg zu sein und den Sonnenaufgang zu sehen, ist halt auch unbezahlbar. Hat Ja. Adam dann selber auch, wenn bist mit Adam auch nachts dann unterwegs? Also hat er auch Stirnlampe und alles Mögliche an Leuchtkraftmittel an sich dran? Also Stirnlampe jetzt in dem Sinn nicht, aber er hat ein Leuchthalsband. Also das ist jetzt auch Sachen, das, wenn man jetzt auch im Winter mal wandern geht oder so, ist das ja auch wichtig, weil dann wird es ja schon früh dunkel. Also er hat ein Leuchthalsband und auch nochmal am Geschirr zusätzlicher so ein kleines Leucht, so eine kleine Leuchtlampe, die eben dann einfach immer signalisiert, wo er auch ist. Und das hilft natürlich auch anderen. Das ist gar nicht so sehr, dass ich weiß, wo er ist, weil er in der meisten Zeit gerade bei Nachtwanderung oder so sowieso immer nur an der Leine ist. Meistens dann an der Schleppleine. Dadurch weiß ich ja eh, wo er ist. Aber es ist halt auch für andere hilfreich. Wenn man jetzt mit mehreren unterwegs ist, sieht man ja den Hund jetzt nicht zwingend. Und je nachdem, in welchen Regionen man ist, kommt einem ja doch auch manchmal noch jemand entgegen. Und da ist es schon gut, wenn die anderen auch im Vorfeld rechtzeitig sehen, oh, da ist ein Hund mit dabei. Oder hat sich dann einfach nicht erschrecken. Das stimmt. Ich habe jetzt ein kleines Quiz vorbereitet. Ich weiß nicht, Timo, wie es bei dir gerade aussieht. Ich fühle gerade die Zeit für ein Quiz. Das haben wir dir, glaube ich, auch gar nicht im Vorhinein erzählt. Ich bereite jetzt seit 3, 4 Folgen, wenn wir Gäste haben, bereite ich immer so ein Quiz vor. Und zwar sind das Oder-Fragen. Das heißt, du musst dich immer für eine Sache entscheiden. Also zum Beispiel sage ich Leine oder Leine oder frei laufen und dann musst du dich immer für eine Sache entscheiden. Wichtig hierbei ist, dass man halt wirklich schnell entscheidet und nicht lange drüber nachdenkt. Das ist so das Ziel auch davon. Hast du Lust, mit uns zu starten? Ja, na klar. Okay. Genau, also wir haben noch keinen Einspieler für dieses Quiz, aber das kommt bestimmt irgendwann. Genau, also Bestimmt. ich starte dann jetzt mal das 50er oder 100er Quiz bei uns. Also, Christine. Laufen oder wandern? Wandern. Cola oder Wasser? Wasser. Rucksack oder ohne Rucksack? Rucksack. Barfuß oder mit Schuhen? Barfuß. Alleine oder in der Gruppe? In der Gruppe Berge oder Flachland? Berge, Berge oder Meer? Berge, Mehr oder weniger? Meer, Ziel oder ziellos? ziellos, Mit Musik oder ohne Musik? ohne Musik, Fliegen oder fahren? fahren, Fahren oder spazieren? spazieren, Spazieren oder wandern? wandern. Trinkflasche oder Trinkblase? Trinkblase. Bronze oder Silber? Silber. Silber oder Gold? Gold. 4 Beine oder 4 Pfoten? Pfoten. Menschen oder Tier, Mensch oder Tier? Boah, Tier. Im Zelt oder unterm Sternenhimmel? Unterm Sternenhimmel. Vorweg wandern oder hinterher wandern? Vorweg. Für den guten Zweck oder für einen selbst? Für einen selbst. Hund oder Katze? Hund. Adam oder Eva? Adam. Pause oder pausenlos? Pause. Ins Gespräch kommen oder weitergehen? Ins Gespräch kommen. 50 Kilometer oder 100 Kilometer? Oh, 50. Mega oder Marsch? Mega Marsch. Okay. Sehr gut, danke dir. Sehr, Sehr sehr cool. gut. Es ging ja auch echt zügig. Ich hätte Ja. gedacht, da kommen noch immer Zwischenfragen, aber da war ja, das war ja schon alles sehr eindeutig. Na, du hast das auch sehr gut Ja. interviewt. Ich habe mich auch gar nicht getraut, gefühlt zu atmen, bevor ich antworte. Oh, sehr gut. Ich meine, das ist auch für mich eine gute Übung, mal Autorität auch zu zeigen. Sehr schön. Ja. Kann ich das von meiner Tages-To-Do auch mal abhaken? Genau. Du hast sehr schnell mehr geantwortet. Hast du einen Bezug zum Meer oder gehst du zum Beispiel mit Adam auch öfters gern mal oder fahrt ihr extra mal ein bisschen weiter weg an die Ostsee, müsste da oben, glaube ich, bei dir sein, und geht da mal ans Meer?
Ja, also ich war jetzt erst, also Adam war ausnahmsweise mal nicht mit, aber ich war jetzt erst letzte Woche an der Ostsee. Ach cool. Und dann machst du wirklich auch so Strandtouren. Also gehst du am Strand wandern oder bist du dann wirklich am Meer, einfach um auch zu entspannen und die Seele ein bisschen baumeln zu lassen? Ich kann das gar nicht so richtig. Also weder in den Bergen noch im Flachland noch am Meer kann ich mich einfach nur irgendwie nur hinlegen mittlerweile. Also so ein bisschen Wandern ist immer mit dabei. Okay, cool. Aber einfach, also ich könnte mir niemals vorstellen, 2 Wochen Strandurlaub. Das Und dann, ginge für mich nicht. ja, das wäre für dich anstrengend tatsächlich, glaube ich, Ja, ne? das wäre anstrengend, ja. Ja, ich glaube, wir sind, also Tim und ich sind da, glaube ich, genauso. Das ist super. Also danach bräuchte ich auf jeden Fall Urlaub, wenn ich das jetzt hätte, dass ich 2 Wochen in irgendeinem, am besten noch so all-inclusive. Das würde mich, glaube ich, ziemlich fertig machen. Ja. Ja. Habe ich recht, Timo? Bei dir ist es auch so, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, also klar, man genießt sowas auch schon mal, aber ich finde es dann auch besonders so, also spätestens nach 5 Tagen finde ich es dann auch irgendwann anstrengend, besonders bei so All-Inclusive, weil du immer an diesen Zeiten gebunden bist und dann nicht mal so einen Tag komplett wegfahren kannst. Und wenn du dann wegfährst, lohnt es sich eigentlich gar nicht, so All-Inclusive überhaupt zu buchen. Also da bin ich auch voll bei euch. Du hattest aber auch gerade eben gesagt, bei der Frage Musik oder ohne Musik, da warst du auch sofort bei ohne Musik. Bist du dann Ja. auch so jemand, der dann lieber die Natur genießt, oder liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass du dann ein bisschen auch mehr noch die Signale vielleicht auch von Adam oder auch generell von anderen um dich herum mitbekommst? Tatsächlich beides. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, in der Form so krass abgelenkt zu sein, dass ich ihn nicht hören könnte. Also das habe ich auch noch nie gemacht. Also auch bei normalen Gassi-Runden oder sowas kann ich mir nicht vorstellen, da die ganze Zeit Musik dabei zu hören. Und außerdem ist es halt auch einfach wahnsinnig schön, Ruhe, Vögel, je nachdem, was da gerade ist, das mit wahrzunehmen. Ja, Also auf Musik jeden kommt dann Fall. tatsächlich bei mir nur ins Spiel, wenn Motivation mal so ganz down ist. Dann gibt es so zwei, drei Songs, die dann mal helfen, es kurz wieder zu pushen. Aber da sitze ich oder liege ich meistens irgendwo, weil ich ja eh gerade durch bin. Was für Lieder hörst du dann? Was für Musik ist es dann? Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Jetzt gerade ist es von Wilhelmine, heißt sie, glaube ich, Solange du dich bewegst. Das hat mir eine Freundin vor ungefähr ein paar Monaten gesagt und das ist gerade so mein absoluter Motivationssong. Aber das ist tatsächlich bei mir immer nur davon abhängig, welcher Lebenslage bin ich gerade. Vielleicht habe ich gerade irgendwas gehört, was ich richtig gut finde. Da gibt es keinen Song, der es immer ist, sondern tatsächlich eher komplett unterschiedlich. Oder auch einfach nur Lieder, die mich an Situationen erinnern. Also ich glaube, jetzt auf der 650-Kilometer-Tour wird mich auch so ein Remix begleiten dürfen, den ich, als das alles angefangen hat mit den Wandern in Slowenien, auf dieser Wanderreise ganz oft gehört habe. Ach, Und schön. das sind dann einfach so Erinnerungen und das weiß ich, da weiß ich dann, okay, guck mal, das hast du damals geschafft, das schaffst du jetzt auch. Super. Da hast du ja ein super schönes Land ausgesucht für die erste Tour, die du gemacht hast da, ne? Ja, Also das war sehr geil. ich glaube, da kann man gut schwärmen für, ne? Für Slowenien. Auf jeden Fall, also habe ich auch mittlerweile schon zweimal gemacht und ist für mich ein perfektes Reiseziel, auch mit Hund, um ja, einfach die Landschaft, das ist einfach unbeschreiblich. Auch so vielseitig und das war schon echt sehr, sehr toll. Hast du da so einen kleinen Geheimreisetipp, oder willst du den lieber für dich behalten? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zwingend ein Ziel ist. Also ich selber fand es natürlich gigantisch, auf dem Triglav oben zu sein und tatsächlich das auch geschafft zu haben. Das war für mich zum damaligen Zeitpunkt auch die krasseste Tour meines Lebens. Und ich habe auch danach gesagt, ich will nie wieder einen Berg sehen. Das hat ungefähr 24 Stunden angedauert und danach war es okay, ich brauche das wieder. Aber das war für mich damals so mein Muss. Und diese ganze Gegend dort war echt wunderschön. Also es war echt toll. Gekoppelt dann mit der netten Gastfreundschaft, ne? Du bist wahrscheinlich auch viel ins Gespräch gekommen, oder? Wir waren damals, es war eben diese Wanderreise mit Hund und wir waren, ich glaube, 6 Personen und 10 Hunde. Da kommst du automatisch die ganze Zeit ins Gespräch. Also da hast du gar keine Chance, nicht ins Gespräch zu kommen und auch nicht auf den ganzen Urlaubsfotos mit verewigt zu werden. Cool. Ja. Du Genau. hattest gerade
Ich würde eben eine Frage zum Quiz stellen, und zwar auch bei 50er oder 100er, hast du 50er gesagt, hast du ein Tageslimit, was du mit Adam wandern wirst jetzt bei deiner Spendenwanderung? Ja, also jetzt für die Wanderung habe ich gesagt, sind es maximal 30. Und das Weiteste, was wir gemeinsam mal gemacht haben, waren 60. Und da muss ich sagen, dass für mich schon, also mich reizen die 100 nach wie vor. Aber da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das mental schaffe. Da hadere ich immer noch ein bisschen mit mir. Ich glaube, Okay. Adam wird es ohne Probleme schaffen. Also der war auch damals nach den 60. Ich glaube, der wäre auch noch weitergelaufen. Aber bei mir war es mental ganz schön durch, muss ich ehrlich gestehen. Kannst natürlich bei uns immer gerne mitmachen, ne? Also Ja. wir freuen uns, wenn wir euch dann auch mal nochmal live sehen können. Das wäre echt cool. Also falls du mal irgendwo dir vornimmst, einen Megamarsch mitzumachen bei 100 Kilometern, dann schreib uns gerne auf jeden Fall nochmal eine E-Mail, und Ja. dann können wir uns vorher vielleicht nochmal kurz treffen. Genau, also laufe ich jetzt hier diese 650 und Ja, dann ja. kann ich mir ja ein neues Ziel setzen. Das ist eine sehr Ja, gute guck mal. Idee. Perfekt. Sehr Also gut. Ziele gehen dir auf jeden Fall nicht aus. Nee, gerade Genau, beim Wandern eh nicht. ich weise nochmal ganz kurz an unsere Zuhörer nochmal darauf hin, startnext.com slash adam-läuft, nochmal an deine Spendenaktion. Und genau, ich finde das eine super Sache. Ich finde die Idee auch echt genial, dass du da die Tierheime anläufst. Die wissen aber auch Bescheid, ne? Die wissen Bescheid, ja. Also es war wie gesagt eine total spontane Idee. Ich hatte die angeschrieben und die waren hellauf begeistert und freuen sich jetzt, ja, dass sie mich dann auch mal irgendwann alle persönlich kennenlernen, weil die kennen mich ja auch alle aktuell nur vom Telefon. Kann man Ja. dich auf der Strecke unterwegs irgendwie begleiten? Also kann man dir bei Instagram zuschauen oder Facebook, oder hast du da irgendwie oder hast du einen Account oder so vielleicht? Ja, also ich nutze gerade tatsächlich meine privaten Accounts, um dieses Projekt einfach noch ein bisschen öffentlich mit zu begleiten. Und aktuell ist der Plan, es auf jeden Fall bis zum 19.07. zu machen, auch je nachdem, wie das Netz unterwegs ist, der Versuch ist täglich zu machen. Müssen wir mal schauen, ob das vom Empfang her funktioniert, weil gerade im Brandenburger Wald ist es dann doch ab und an mal weg. Ja. Aber da müssen wir mal schauen. Und wie es dann ab dem 19.07. wird, weiß ich noch nicht so ganz. Weil ich gesagt habe, ein bisschen was würde ich auch gerne nur für mich machen, um das mal ein bisschen auch sacken zu lassen und nicht jeden Tag online. Aber bis zum 19.07., solange diese Crowdfunding-Aktion läuft, ist es auf jeden Fall so, dass man grundsätzlich fast jeden Tag mit mir in Kontakt kommen kann, in der Form, dass ich irgendwelche Bilder poste, wie Adam und ich unterwegs sind. Und momentan gibt es sehr viele Bilder von den Vorbereitungen und ab Mittwoch dann Bilder von unterwegs. Cool, da werden wir auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, da fällt Sehr mir aber auch gerne. noch eine spannende Frage zu ein. Und zwar, ich finde, das ist auch mal so ein Phänomen mittlerweile, was immer häufiger vorkommt, besonders bei Instagram, dass Tiere einen eigenen Instagram-Account bekommen. Das hat man jetzt zum Beispiel auch bei bei einer Katze gehabt, die von einem ganz berühmten Designer. Das war nicht Job, sondern für Karl Lagerfeld, der hat ja auch eine Katze, und die ist ja mittlerweile ganz berühmt rausgekommen. Und die hat, glaube ich, auch einen eigenen Instagram-Account. Hat Adam auch einen, oder wird er noch einen bekommen? Adam hat jetzt meinen und der heißt jetzt auch Adam läuft. Also unter Adam Okay. läuft dürfte man das jetzt mittlerweile auch schon finden. Aber ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht einen eigenen angelegt, sondern habe meinen ehemaligen Account sozusagen umbenannt für die Zeit jetzt. Weil, ja, ich weiß nicht. Also grundsätzlich bin ich, glaube ich, nicht so dieser Social-Media-affine Mensch. Guck gerne den anderen Leuten zu, aber bin nicht derjenige, der sonst selber postet. Aber jetzt für die Sache macht es auf jeden Fall Sinn, den Menschen, die auch was spenden, was zurückzugeben und nicht nur in Form dieser Dankeschön, sondern eben auch in der Form, dass sie das ganze Projekt live miterleben können. Ja, sehr cool. Super. Ja. Dann, genau, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Es geht bei dir schon direkt los. Also wenn wir den Podcast hier ausstrahlen, bist du sogar schon unterwegs. Du startest am Mittwoch, also in 2 Tagen am 1. Juli. Und wenn du magst, kannst du noch für unsere Megamarsch-Playlist dir einen Motivationssong raussuchen. Jetzt hat man eben schon das Thema vielleicht
gar nicht so schlecht als Inspiration. Wir haben immer auf unseren Events vorher so eine Playlist laufen, die die Leute motiviert, bevor sie starten. Und wenn du möchtest, kannst du dir dafür ein Lied wünschen. Das machen wir jetzt immer mit unseren Gästen. Okay. Das wäre jetzt ganz spontan. Ja, kennst ja Oh. mit dem Quiz, das eben war ja auch spontan. Ja. Ja. Oh, das fällt mir gerade total schwer, weil für mich ist jetzt gerade echt nur das Lied, was ich vorhin schon genannt habe, so in meinem Kopf. Irgendein Lied, was du gerne hörst, was dir gefällt oder ja, wo du dich einfach bei wohlfühlst. Also wie gesagt, was ich vorhin meinte, so Wilhelmine, so lange du dich bewegst, oder auch, was mich auch sehr inspiriert hat, war von Berge, trau dich. Das waren aber eher so Lieder, die gerade ja, meine Lebenslage unterstützen, dieses Projekt in die Welt zu tragen, weil das ist ja auch immer erstmal mit sehr viel Zweifeln behaftet. Und aber das passt vielleicht trotzdem ganz gut, weil beim Wandern ist das ja auch so, dass man zwischendurch sich auch mal fragt, was mache ich eigentlich? Von daher sind das so zwei Lieder, die mich persönlich immer sehr motivieren, Also ich weiterzumachen. hatte die Titel passen zumindest sehr, sehr gut. Also als du die jetzt Ja. eben gesagt hast, dieses Solange du dich bewegst und traue dich passt von der Phonetik her super bei uns rein. Also das klingt schon, als wenn wir den Song selber geschrieben hätten. Super. Deswegen, dann musst du dir einen davon aussuchen. Zu welchem tendierst du mehr? Aktuell total zu Wilhelmine. Okay, perfekt. Solange du dich bewegst, ja. Dann kommt das mit auf die Playlist und dann hörst du es ja vielleicht dann selber nochmal irgendwie bei einem Event bei uns. Genau. Timo, Gibt's die hast du. Playlist auch bei Spotify? Entschuldigung. Ja, genau. Die Playlist haben wir auch bei Spotify. Die heißt auch, glaube ich, Megamarsch Playlist. Okay, cool. Genau. Dann lade ich die mal runter und bin da mal ganz gespannt, ob da noch ein bisschen was anderes an Motivation für mich unterwegs dabei ist. Ja, da sind auf jeden Fall noch Das ein, zwei andere Lieder von anderen Gästen. Also da nicht wundern, wenn da irgendwie mal was sehr Abgedrehtes ist, aber bis jetzt hat mir, glaube ich, nichts sehr Schlimmes. Ja, sehr schön. Ich Sehr glaube, cool. Megamarsch Official ist unsere Playlist. Habe ich jetzt gerade mal kurz nachgeschaut. Genau, ich habe sie auch Ja, schon. ja. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Super. Timo, hast du noch Fragen an unseren Gast? Nein, das wäre es auch von mir schon gewesen. Fand ich auf Perfekt. jeden Fall sehr spannend zu hören. Und wir sind, glaube ich, noch nie mit jemandem so eng in Kontakt gewesen, bezüglich auch vor allem so einer langen Wanderstrecke also mit einem Hund zusammen. Und sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Vor allen Dingen jetzt 2 Tage vorher bist du, glaube ich, mental jetzt sowieso schon so ein bisschen auch auf der Strecke. Und da noch ein Stündchen mit uns zu quatschen, ist super cool. Wir drücken dir auf jeden Fall oder euch beiden ganz fest die Daumen. Und genau, wenn vielleicht dich jemand auf der Strecke wiedererkennt oder sieht, dann könnt ihr der Christine auf jeden Fall oder Christine ganz, ganz fest die Daumen drücken und auch mal klatschen und ein bisschen anfeuern. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Mal gucken, ob es funktioniert. Genau. Und genau, wir werden es verfolgen und du kannst dich aber auch gerne nochmal bei uns melden und Bescheid geben, ob es geklappt hat. Aber ich denke, wir werden das auch im Blick haben, Timo. Und drücken dir ganz herzlich die Daumen, also das ganze Team. Super, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich habe mich auch sehr gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank für die Chance und auch euch alles Gute. Danke. Ach, guck mal, hast du überhaupt irgendwie, vielleicht hast du ja noch Fragen, ne? Jetzt haben wir dich ja eine Stunde lang hier komplett bombardiert und habe gar nicht gefragt, ob du vielleicht eine Gegenfrage hast. Wo findet denn überall Megamarsch statt, muss ich jetzt mal ehrlich gesagt fragen. Weil ihr Das vorhin mich jetzt so ist eingeladen habt und meine erste Frage war, ist das auch hier bei mir irgendwo? Oder ja. ja, Ja, wir genau. sind auch bei dir in der Nähe. Wir sind Ich habe es in Dresden. geahnt. Also da jetzt kommst du am Megamarsch wirklich nicht mehr vorbei. Aber in Dresden haben wir den 50er, der ist am Anfang des Jahres und sonst sind wir wirklich in ganz Deutschland. In alle möglichen Großstädte auch, wie zum Beispiel München, Hamburg und Berlin. Wir sind aber jetzt mittlerweile auch auf Mallorca und in Österreich, in Wien und haben jetzt auch unsere 2 Spezialevents, wo jeder von sich aus zu Hause loswandern kann. Und wenn du Also natürlich, damit. wenn du das Meer zum Beispiel liebst, dann kann Timo dir auch bestimmt Sylt empfehlen. Der ist nämlich die 100 Genau. Kilometer dort schon mitgelaufen. Da kannst du, falls du da auch mal Fragen zu einem 100er hast, kannst du dich gerne bei ihm melden. Er ist so der Spezialist für die 100er, ich bin der Spezialist für die 50er. Da überholst du mich, glaube ich, jetzt gerade schon.
Okay, Timo, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Das habe ich hier ja Genau. so halb offiziell gesagt, ich laufe die 100. Ja. Ja, da brauche ich dann nochmal ein paar Tipps wahrscheinlich. Wie man Machen wir durch auf die jeden Fall. mentalen Tiefs kommt. Ja. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, Sehr ich freue mich auf jeden Fall dann auch von dir zu hören und wünsche euch dann auch gute Beine oder eher sogar leichte Beine und dass ihr euer Ziel natürlich dann auch schafft. Und ja, wir hören voneinander und sind ganz gespannt, was ihr noch alles so erleben werdet. Und an unsere Zuhörer, wir hören uns in einer Woche und bleibt gesund. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.